Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Es geht weiter mit der Karriere. Wie angekündigt, gegen die Portland Trailblazers und damit natürlich auch gegen Damian Lillard und CJ McCollum. Oh man, Leute, Mann, wie lange dauert es eigentlich, bis wir endlich mal in die Starting 5 kommen? Ich kann es echt nicht mehr erwarten, einfach mal zu starten und nicht andauernd von der Bank zu kommen. Und wir sind jetzt dann auch schon, ich glaube, wir sind schon im Januar angekommen. Ja, irgendwie in den nächsten Spielen muss es ja jetzt einfach, ich werde vielleicht in diesem Spiel jetzt echt mal Vollgas geben und mal vielleicht auf 30, 40 Punkte gehen, damit die Argumente dann auch irgendwann mal on point sind. Wir haben zwar immer sehr ausgeglichene Spiele, also auch genügend Rebounds und Assists, aber ich glaube einfach punktetechnisch sind wir vielleicht nicht da, wo wir sein sollten. Ne? Und deswegen jetzt einfach mal in dieser Episode rausballern, was geht. Natürlich jetzt kacke, dass wir dann erstmal fast 5 Minuten auf der Bank versauern, bis wir dann das erste Mal reinkommen. Und dann kommen wir natürlich auch noch rein mit, zumindest Curry ist auf dem Feld. Hisonia mit dem Einwurf, CJ McCollum. Wo seht ihr die Trailblazers in dieser Saison? Also ich habe sie ja für den einen oder anderen, da kommt gleich mal der erste Steal. Dann kommt der Pass zu Curry. Ich habe sie ja für den einen oder anderen überraschend. Nurkic mit dem Blockfoul. An die 4 gepackt. Ich weiß, das ist natürlich riskant. Aber ich glaube einfach an dieses Team. Die waren in der vergangenen Saison nicht top besetzt, weil einfach mit so vielen Verletzungssorgen geplagt. Und no way. Und mit Damian Lillard und CJ McCollum hast du auf jeden Fall mit das beste Backcourt-Duo in der NBA. Du bekommst dann Robert Covington dazu. Du bist defensiv auf jeden Fall besser aufgestellt. Carmelo Anthony kommt jetzt safe von draußen als Six-Man. Wird da das ein oder andere Mismatch definitiv haben gegen die Second Unit einiger Teams. Dann hat man noch einen Enes Kanter dazu bekommen, der zumindest als Rotationsspieler top ist. Klar, als Starting Five Center brauchen wir gar nicht drüber quatschen. Ja. Kevon Looney mit dem Foul. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt ganz optimistisch. Natürlich ist das auf der Point Guard und Shooting Guard Position nicht top. Wir wissen alle, wie anfällig sowohl Damian Lillard als auch CJ McCollum ist. Aber trotz allem die offensive Power und die Mischung aus Offense, Defense und Tiefe, das hat mir einfach gereicht, um sie an die 4 zu packen. Ne? Deswegen würde es mich mal interessieren, wo ihr die Trailblazers seht, während ich hier die nächste Transition einleite mit Curry. Und wir nehmen den Dreier und der fällt direkt 5 Punkte. Ich habe es euch gesagt heute, wir gehen voll drauf. Wir wollen 30, 40 Punkte haben. Und wir führen auch jetzt schon mit 14 Punkten. CJ McCollum, Damian Lillard gerade eben nicht auf dem Feld. Hisonia versucht da rein zu dribbeln und es gibt den nächsten Turnover. Und hoffentlich vielleicht für uns die nächsten Punkte. Let's go, man. Hier droppt gerade eben alles. Mitteldistanzwurf, ein kleiner Stepback. Und die Trailblazers müssen sich jetzt schon... Der geht niemals. Absolute kranke Defense. Nein! Aber egal, das war der richtige Move. Easy. Let's go. Direkt perfekt ausgenutzt, diese 2 Minuten, die wir da bekommen haben. 9 Punkte aufgelegt. Die letzte Possession gehört allerdings hier den Trailblazers im ersten Viertel. McCollum. No way. Bam! Schönes Ding. Der erste Posterize-Dunk. Und wir erhöhen auf 11. Wir sind schon im zweiten Viertel angekommen. Wir haben wieder eine relativ lange Auszeit bekommen. Komm, spiel den Pass raus. Dann gibt's einen Block ins Gesicht. Curry mit dem Foul. Oh, zweites persönliches. Curry.
Yes, Sir! Da kommt der Screen und dann kommt der Dreier von Curry. Optimal. 58-41. Und leider wieder kein Damian Lillard auf dem Feld. Melo. Und der nächste Rebound in unseren Händen. Und... Fast. Naja, okay, nicht wirklich fast. Der war schon gut daneben. Jetzt kommt der nächste Steal. Und den mache ich natürlich dieses Mal alleine. Egoistisch, weil wir die Punkte brauchen. Come on, let's go. 13 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals. Ah, zu spät. Da kam ich zu spät. Melo macht es. Easy. It's part of their plan to get him as many touches as possible. Junior outside. And he drives in. Heute, wir ziehen richtig durch. Wir ziehen richtig durch. 30, 40 Punkte müssen heute aufs Scoreboard, damit der Coach keine Ausreden mehr hat, um uns in die Starting 5 zu packen. Hier ist Simons. Er ist covered by Curry. McCollum on the wing. Ah, McCollum. Keine Bewegung. Da kommt der Screen. Und dann, oh, starker Block von Green. Wow, und da gibt es einen halben Ankle-Breaker. Scheiße, war unüberlegte Aktion von mir. McCollum. Unterm Korb, alles frei. Okay, Nurkic mit dem Putback-Dunk. Ich hab's schon leicht kommen sehen. Scheiße, hätte ich vielleicht... Ah, mit dem Eurostep wäre ich vielleicht durch gewesen oder einem Spin-Move. Let's go! Come on, 78% aus dem Feld. Die letzte Possession gehört wieder den Trailblazers, wie auch schon im ersten Viertel. Ja, und er macht ihn. Alter, aber 5 Sekunden ist genügend Zeit. Schade. Oh Mann, ey. Mich macht das aber langsam echt richtig sauer, dass wir bloß so wenig Minuten bekommen. Also wir bekommen immer so fette Auszeit, ne? Das ist schon jetzt aber allerdings mal zumindest gegen Lillard. Nurkic. Also 17 Punkte haben wir jetzt schon, unser Ziel auf jeden Fall, die 30. Nächster Rebound. Korb. Boah, schlechter Pass. Ich wusste es. Ah, ich habe mir gedacht, vielleicht können wir den Chase Downblock raushauen. Leider nicht. Leider nicht. Es gibt 2 Freiwürfe und dann ist es natürlich ein dämliches Foul von mir. Allerdings ohne End One. Green's checked in for Looney. Alter, jetzt kommt die hier mit der Defense aus der Hölle. Draymond. Boah. Der Pass war eigentlich nicht schlecht, aber Pascal hat ihn einfach nicht gefangen. Okay, okay. Allerdings beführen mit 16 Punkten. Wir switchen auf McCollum. Melo im Post. Die hat er früher blind gemacht und die macht er auch heute noch blind. Ja, da wird sich aber noch schnell gestretched. Man kennt ihn. Wiggins. Bam! Ja. Das ist natürlich für uns die beste Situation, wenn wir gegen Lillard, McCollum, diese Typen. Größenvorteil, Kraftvorteil. Die können uns im Drive überhaupt nicht aufhalten. Hab ich. Das lernt man übrigens mit der Zeit auch, in welche Richtung der Ball bounced. Bam. Weil jetzt in der Situation war mir vollkommen klar, dass der da links rüber bounced. Ist einfach so ein bisschen auch eine Gefühlssache. 19 Punkte, 7 Rebounds. Nein. Nein! Wenn ich sage nein, dann heißt halt auch nein, mein Freund.
Wiggins, bitte nicht. Okay, der Pass, der war scheiße. Den muss ich mir... Und... Boom! Der nächste Dreier. Da kommt einmal der kleine Step, der Jab rein und dann macht CJ aus welchen Gründen auch immer den Step mit nach hinten und dann ist das Ding natürlich gegessen. Und Damian Lillard mit den nächsten Punkten. Ne? Dieses Mal gehört uns die letzte Possession. Also zumindest außer ich. Nein! Fuck, ich hab gedacht, wir hauen ein Poster raus. It's over 9000! Alter, Logo Dame. Logo Dame packt ihn aus. Ich dreh durch. Ey, er ist halt so frech unterwegs. Er ist halt absolut frech unterwegs. Da denkt er sich, den gönne ich mir jetzt mal schnell. Also das ist wirklich Logo Dame. Alter. Boah. Puh. Nice Shot. Solche Aktionen sind halt schon geil. CJ McCollum am Boden. Und die Kommentatoren flippen einmal eine Runde aus. 24 Punkte. Da kann Dame noch so viele... Ey, der hat schon wieder reingelurrt. Und der kommt. Curry nimmt ihn. Curry macht ihn nicht. McCollum, wir sind bei Rodney Hood. Auch der wird wieder fit am Start sein. Und Dame will es gerade wissen. Also Dame will es gerade, aber im Pick and Roll ist Damian Lillard halt auch einfach krank. Marquise Chris lässt sich blocken. Ja, die letzten zwei, drei Possessions nicht optimal für uns. Ja, jetzt dreht Dame durch. Come on, Dame. You ready? Alter, ist... Boah, den hab ich... Ihr wisst sicherlich, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte ihm natürlich einen Posterize reindrücken. Ey, Digga, hat der eigentlich irgendwie einen Trigger auf der Hand, auf dem Arm oder sonst irgendwas? Ey, Dame schießt und schießt und schießt. Hey, brutal. Also Damian Lillard ballert gerade aus allen Rohren. Aber soll uns recht sein. 96-81. Come on, Dame. Hallo, die Defense von Klay Thompson ist auch noch unter dem Weihnachtsbaum liegen geblieben, oder? Was war das denn gerade? Ja, der muss... Ja, der geht auch. 26-9, 3 Assists, gutes Raumspiel. Man kennt ihn. A minus. Whiteside, top of the key. Das ist genau das, was du willst. Das ist absolut... Hey, Alter, wie haben sie Dame einprogrammiert? Das ist ja völliger Wahnsinn. Es gibt den nächsten Assist von uns. Sobald Lillard auch nur irgendwie 10 cm Platz hat, wird der Dreier reingeschweißt. Ey, ich feier's gerade so. Also er trifft natürlich irgendwie bloß 30%, aber ich feier's trotzdem, wie er einfach ballert und ballert. Let's go! Es ist noch nicht vorbei, Leute, weil wenn Dame jetzt so einen reinschweißt, dann sind es halt nur noch 10 Punkte. Ja, wird abgeräumt. Rebound ist bei mir. Pass zu Klay Thompson. Klay Thompson nimmt ihn, catch and shoot. Good night. Gute Nacht. Gute Träume. Sweet dreams. Das war der Neckbreaker. Dieser Dreier. Game over. Oh, Curry mit dem Rebound. Stark. Jetzt haben wir auch nochmal einen reinschweißen. Ah, der war viel zu lang. 109-93, das Ding ist durch. Nochmal schön gespielt. Zwar, aber vielleicht können wir sogar noch auf 40 Punkte... Alter, die Trailblazers gehen drauf, ey. Die denken, oh, es ist noch was zu holen. Boom! Dieses Mal, Melo, gibt es zwar Freiwürfe, oder beziehungsweise gibt es ein End-Run,
aber vorher die Punkte. Und ob ich den jetzt reinmache oder nicht, ist mir ehrlich gesagt auch langsam völlig Wayne. 34-11-5, Monster Game. Da hilft auch ein Logo Damian Lillard nichts. Ja, nochmal schön gespielt. Also die sind echt optimistisch eingestellt. Nein! Ich will natürlich so viele Punkte wie möglich mitnehmen und das... Ja, faul von mir. Shit. Hey, und Damian Lillard macht den wieder rein. Hey, diese Trailblazers, die sind wie eine Klette. Die wollen einfach nicht aufgeben, was cool ist. Also ist natürlich nice, aber 11 Punkte bei 1,14. Da muss ich euch jetzt... Boah, Alter, was war das für ein Pass? Lillard against Curry, outside, Green. Junior, left side. Boah, stark verteidigt. Klay Thompson nimmt ihn. Macht ihn nicht. Ja. Aber das Ding ist trotzdem durch, auch wenn McCallum den jetzt noch reinmachen sollte, was er macht. Noch 45 Sekunden, sie gehen drauf. Und... Wir machen nochmal die Punkte. Jetzt ist aber wirklich Schicht im Schacht. 36 Punkte, 11 Rebounds. Also alles, was wir uns vorgenommen haben. Double-Double, über 30 Punkte haben wir alles erfüllt. Alter, und dann kommt nochmal ein Poster-Dunk zum Ende eines überragenden Spiels. Ja, der Dreier fällt nicht. Draymond. Alter, wenn ich jetzt die Punkte mache, habe ich halt die 40. Auch wenn das assi ist, aber wir geiern drauf. Yes, 40 Punkte. Und jetzt ab in die Starting 5, sonst drehe ich jetzt langsam echt durch hier. Mellow. Ja, wird von uns gestoppt. 117, 103. 40 Points. Puh. Da gibt es sicherlich ein Interview. Oder auch nicht. Ja, also, kein Problem. Wenn Rookie 40 Punkte macht. What was the key there? Well, we did a great job as a team spacing the floor, and that gave me plenty of room to operate down low. Well, you know how it goes. What's up, everybody? Let's do it. Junior, you delivered down the stretch tonight, coming up big in the fourth right when your team needed a lift. Is that something you knew you had to do going into the period? Not really. I just wanted to do whatever it took to help us get a win, and it turned out that I was in a position to score some points. Because just as easily been any one of the other guys. Can you talk a little more about how you were able to find success scoring? Yeah, well, you know, we kept the ball moving, had a good read on the defense, and I hit some shots. It was a cool all-around performance. All right, thanks, Junior. Yeah, welcome. So we good? All right, cool. Thanks, guys. Ja, also, sehr, sehr gutes Spiel. Hat Spaß gemacht, vor allem, weil die Trailblazers nicht aufgegeben haben. Dame Lillard hat echt, also diese 3-4 Minuten, ihr habt es selber gesehen, gezündet, nonstop. Wir mittlerweile jetzt endlich können aufleveln auf eine 90 und bekommen hier eine neue Defense-Badge. Nice, nice, nice. Ja, komm, das sind ja locker 1532 VC gibt es oben drauf. Neuer Werbevertrag erreicht.
Und da sind die Verhandlungen, oder auch nicht. Machen wir erst ganz kurz die Plakette. Ja, komm, machen wir schnell hier Klette auf Hall of Fame. Und dann hier. Haben angenommen, perfekt. 180 BC abgeschlossen. So, Freunde. Das nächste Mal geht es gegen die Pelicans. Ihr wisst, wir haben noch eine offene Rechnung gegen Zion. Und unser Ziel wird definitiv sein, Zion einen Posterize reinzudrücken. Für heute sind wir aber erstmal raus. Überragendes Spiel gegen die Trailblazers. Hat Spaß gemacht. Damian Lillard tatsächlich einmal komplett vom Logo. Also Logo Damian im wahrsten Sinne des Wortes. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin. Ciao.